bisschen was war los unter der Woche. Michael Turk und Robert Strauß waren ja angeschlagen. Robert Strauß vom Spiel in Unterhaching, Michael Turk vom Training vom letzten Samstag. Die haben beide ausgesetzt am Dienstag, sind aber mittlerweile wieder im Training. Ich gehe davon aus, dass beide einsatzfähig sind. Dann haben wir zwei kranke Spieler gehabt oder noch leicht krank, mit Florian Krebs und Paddy Meier. Paddy Meier hat gestern ausgesetzt, will es heute probieren. Dann müssen wir mal schauen, wie es da eben ausschaut. Und der Flo Krebs war Anfang der Woche krank, der hat gestern schon wieder trainiert. Ansonsten ja, sind alle die dabei, die zuletzt auch zur Verfügung gestanden sind. In dem Fall ein starker, weil wir spielen ja auswärts, heißt Regensburg spielt daheim. 17 von 23 Punkte haben sie zu Hause geholt. Was ich jetzt gesehen habe im Video, auch von den letzten Spielen, aber auch vom Bericht von den Scouts, ist, dass sie ja ihrer Linie treu geblieben sind, versuchen immer flach hinten raus zu spielen, vielleicht wie keine andere Mannschaft in der Liga, also setzen da viel Wert auf Ballbesitz. Mitte der zweiten Halbzeit war so das, in Osnabrück haben sie 80% Ballbesitz gehabt und das bei Rückstand. Das zeigt einfach auch, dass sie ja, den Ball gut laufen lassen. Was noch auffällt, ist ihr Umschaltspiel, wenn sie im Zentrum den Ball erobern über ihre defensive Mittelfeldspieler, dass sie dann sofort versuchen, auch schnell umzuschalten, schnell in die Spitze zu spielen. Das machen sie gut und ich sage mal ausnahmslos, ihre Offensivspieler sind alle gefährlich. Ein Jim-Patrick Müller, ein Ausmann, natürlich auch ein Dressler vorne drin, Amashai Bru, Hein von der sechster Position, alles gute Spieler, die teilweise letztes Jahr auch zweite Liga gespielt haben. Und das haben sie gerade zu Hause gezeigt, dass sie da gefährlich sind, auch torgefährlich, ihre Tore gemacht haben. Die letzten drei Spiele, Sieg gegen Erfurt, gegen Holstein Kiel, gegen VfB Stuttgart, dreimal hintereinander gewonnen. Insofern, ja, eine neue Bewährungsprobe für unsere Defensive. Wenn es da gelingt, ähnlich zu agieren wie in den letzten Spielen, dann sieht es für uns in Regensburg gut aus. Aber wir müssen ja schon 90 Minuten gute Arbeit verrichten, gerade im Defensivverhalten. Schwieriger nicht wie in den letzten Wochen, aber natürlich ist es in der Tat so, dass ja, nach 19 Pflichtspielen, aber auch Pokal natürlich, WFV-Pokal, gut, war nicht so viel Spiel, aber auch DFB-Pokal, das ist schon eine Menge war, jetzt in den letzten 4 Monaten. Aber ich denke, im Vordergrund steht, was wir bis jetzt erreicht haben und dass jeder in den letzten 2 Spielen da versuchen wird, auch das Maximale rauszuholen. Denn ist auch ganz einfach. Die Punkte, die du jetzt noch holst vor dem Winter, die brauchst du schon nicht mehr nach der Winterpause holen. Was ich damit sagen will, sind noch 6 Punkte und es lohnt sich jetzt auch einfach nochmal wirklich alles zu investieren. Auch mit diesem Selbstvertrauen, mit dieser Körpersprache in den letzten Spielen, auch in den letzten 2 Spielen gegen Regensburg jetzt am Samstag, aber auch eine Woche später gegen Duisburg aufzutreten. Da macht jetzt keiner den Eindruck, dass er vom Kopf her schon in der Winterpause ist. Ja, gut ist natürlich die Ausgangssituation, die wir uns erarbeitet haben. Gut ist der Weg, den wir seit Juni gehen mit der Vorbereitung. Wir haben 45 Punkte geholt. Das ist sicherlich fast das Maximum, was man erreichen kann nach einer Vorrunde. Gut ist, dass wir uns in den Bereichen verbessert haben, wo wir letztes Jahr zumindest in der Vorrunde nicht gut waren, heißt das Defensivverhalten. Wir haben sehr, sehr wenig Gegentore bekommen. Das ist das Fundament für diese Bilanz, die wir jetzt eben nach der Hinrunde haben. Gut ist, dass die Mannschaft wirklich Woche für Woche die Spannung hochhält, sich immer wieder auf den Gegner so einstellt, dass wir mit einer guten Voraussetzung in die Spiele auch gehen und uns im Verlauf der Spiele auch gesteigert haben. Nicht gut oder neutral ist, dass die Saison noch nicht zu Ende ist, sondern wir haben noch nichts erreicht, wir haben jetzt gute Voraussetzungen, aber die muss man eben dann auch nutzen. Das geht nicht von alleine, sondern dieser Weg. Wir müssen ja alle gemeinsam weitergehen, ohne Einschränkungen, ohne dass wir jetzt uns in dieser Sicherheit wiegen, dass wir denken, naja, 14 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz, da kann man sich mal ein paar Ausrutscher erlauben. Der Gedanke wäre eben falsch, sondern wir denken so, dass wir sagen, das ist Ansporn, das zu bestätigen. Und dann ist es auch, dann werden wir auch diesen Punkt nach der Saison auch als gut bewerten, was ich eben gesagt habe, dass wir diesen Weg eben konzentriert und auch erfolgreich weitergehen. Ja, der Trainer hat es vorhin angesprochen, dass wir einfach bereits in der Vorbereitung uns vorgenommen haben, die Defensive zu stärken, dass alle besser gegen den Ball arbeiten und jetzt wird eben die Defensive oder die defensiven Positionen werden herausgehoben, aber das, wir funktionieren eben als Mannschaft und weil eben jeder in der Mannschaft gut gegen den Ball arbeitet, schaut bei uns die Defensive so gut aus und kriegen wir eben wenig Gegentore. Das ist nicht nur ein Verdienst von uns, von hinten, von der Viererkette und dem Torwart,
sondern eben der ganzen Mannschaft. Und weil es eben gut funktioniert, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, ich glaube, von der Spielanlage sind sie ähnlich wie Haching. Also die versuchen Fußball zu spielen, versuchen viel hinten rauszuspielen. Das hat man daheim auch gesehen, als wir gegen die gespielt haben. Das war, glaube ich, die Hitzeschlacht, als wir die vier Halbzeiten hatten oder vier Pausen eben. Ja, wir werden uns darauf einstellen, dass sie mitspielen wollen oder dass sie uns Aufgaben stellen, dass wir herausgefordert werden, und darauf müssen wir uns einstellen, dass es keine leichte Aufgabe wird, weil sie eben heimstark sind. Und wenn wir mit dem Bewusstsein hinfahren, dass wir alles geben müssen, dann hoffe ich, dass drei Punkte für uns am Ende rausspringen.